opera star Rolando Villazón at the TV event The Stars of Tomorrow in Berlin. The Mexican tenor is introducing the young talent. What he doesn't know is that behind the scenes, we've got a surprise waiting for him. Meine Damen und Herren, das war's! Stars von morgen! The band Mariachi Dos Mundos is playing Mexican folk music. Unaware of what's going on behind the stage, Rolando Villazón enjoys the after-show party. The band are about to deliver his assignment. The opera star is to sing incognito with a Berlin choir and then organize a flash mob. I have Rolando in the videos he cook. Und ich bin dann also ein ganz lustiger Mensch, so ist, wie man kann sagen, unkompliziert, ganz einfach. Und dann, wir glauben, dass er werde ganz überrascht mit uns. 12! Yes! How will he react to his mission? Firstly, the band kicks things off, in Mexican style, of course. Als Mexikaner singen die ganze Zeit und singen mit Mariachi. Und wir bringen Mariachi um 2 Uhr am Nacht und singen unter diese Fenster. Und dann Licht kommt und dann sie kommt raus und sagt, ah, danke schön. Oder Vater kommt und sagt, was macht ihr weg von hier? Hoffentlich nicht. Wenn wir glücklich sind, wir singen. Und wenn wir traurig sind, wir singen. Und es geht, die Mariachi geht in alle Richtungen. An opportune moment to hand over the message. Moment. Rolando, esto es para ti. Ándele. Lo tienes que abrir. Es no lo sé, es un testamento, ¿no? A ver, ¿qué has heredado? A ver, ¿qué dice? Halleluja. Aufgabe Rolando Villazón. Besuche on the cover die Chorprobe der Berliner Kantorei und mache beim Flashmob Halleluja mit viel Spaß, wünscht die Arte-Redaktion. Jawohl! Gunter Brick, the choir master of the Berliner Kantorei, is testing the acoustics. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Es ist schon cool, da vorne zu stehen. Cool, da vorne zu stehen und alle machen, was ich will. Und klar, Musik machen ist schön. Die Musik, die wir machen, die suche ich aus. Ich spreche das zwar mit dem Chorvorstand, ein paar Leute, die engagiert mitarbeiten. Ich spreche das mit denen ab, aber letzten Endes kann ich entscheiden, was gemacht wird. Einmal aufstehen, bitte. Einen schönen Seufzer. Günter Brick is rehearsing Handel's Halleluja. The choir master knows that we want to smuggle Rolando Villazón into the next rehearsal. The Berliner Kantorei is one of the largest non-professional choirs in the capital. Als ich hier angefangen habe, habe ich mit dem Chor begonnen von, da waren 12 Leute in der ersten Probe übrig geblieben. Und dann in der ersten Probe, weiß ich noch, nach der Probe kamen 5 oder so zu mir und sagten, naja, ist ja ganz nett, aber es ist nicht unser Stil. Dino, Dino, die Gruppe spüren. 2, 3, 4. Dino, 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 Dino.
nur so ein paar Körperteile, die ein bisschen vorne weg putzeln. Also ich finde, Chorleiten macht total Spaß und Singen macht total Spaß. Und deswegen habe ich gedacht, Berlin hat 3,5 Millionen Einwohner. Es werden sich noch ein paar finden, die mit mir singen. Also erstmal, ich finde, er ist ein lustiger Typ, sympathisch und offen, singt super. Auch habe ich viel von Jungle Book gesungen, von Baloo. Ich liebte diese Film und ich sage den ganzen Zeit alle, die Buscalo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Und so weiter und so fort. Und ich war in meinem Raum und ich sang den ganzen Zeit und ich spielte auch diese Rollen und so etwas war etwas viel mehr als ein Hobby. Singen war viel mehr als ein Hobby. Rolando Villazón is one of the best-known tenors of our time. Placido Domingo discovered him, and he soon became a rising star on the international scene of classical music. His voice, his stage presence, and his humor make him an ambassador of the classical world with a difference. The choir are setting up for their rehearsal. The singers have no idea that Villazón will be joining them today. Dass da jemand ist, den man nicht kennt, wird gar nicht auffallen. Wenn er gut verkleidet ist, dann werden die Leute erstmal nichts merken. Ich glaube eher, dass der Moment des Singens ist. Wenn er sich nicht wahnsinnig zurückhält, wird er da auffallen. Cool. Only a few meters away in the community parish. Nein, die passen nicht mit den Augenbrauen. Wenn ich eine Rolle singe, es macht viel Spaß, sich zu verkleiden und plötzlich jemand anders zu spielen. Das ist fantastisch. Und es wird Spaß machen, jetzt in eine echte Situation zu machen. Und ich denke, ja, es ist nicht nur die Verkleidung, es ist, was du mit der Verkleidung machst. Vielleicht ich werde es ein bisschen schüchter spielen und weil ich habe ein Bart oder und Brille und was werden wir mit meinen Haaren machen? Augenbrauen, was wird passiert mir? Wer weiß, aber es ist auch, wie du spielst. Time to begin. Günter Brick makes sure that the over 100 singers are in their place. Als erstes die altsingenden Stimmen bitte hier außen. Alle, die alt singen, nicht meine Jungs, die sind hier. Showtime for Rolando Villazón. He wants to make an inconspicuous entrance with the latecomers. Jetzt bitte die Tenöre nach außen. Nach außen. The general confusion ensures the infiltrator goes unnoticed. Hallo, ihr seht unten erste Reihe, ja? Unten erste Reihe. Ihr bleibt unten alle. Ja, sollen wir bei den Jungs bleiben? Genau. Die bei den Jungs. Only Rolando's outfit seems to bother a few of the more dignified members. Hallo? Ich bin gerade eben erst gekommen. Ja? Wo steht der Sopran? The golden rule when singing in a choir: not too loud, not too soft, and always exercise restraint. Ein schönes, verliebtes. Du, ja, du, ja, du. Die Augen leuchten und du, ja, du, ja, du. Verliebt, aber ein bisschen schüchtern. Drei und vier. Du, ja, du, ja, du. Ja, genau, im Tenor schön aufpassen. Keiner lauter als die anderen. Zwei, drei, vier. Du, du, ja, du, ja. Arbeiten wir noch dran? Ja, ja, ja. Drei, vier. Ja, ja, ja. Und noch mal. Drei, vier. Ja, ja, ja. Genau so.
Es war super. Ich glaube, die wusste nicht, wer ich war. Okay, jawohl. Immer noch im Tenor. Schön zuhören. Nicht lauter als die anderen, ja? 2, 3 und. Ja, 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 ja. Guter Stand noch mal auf beiden Füßen. Kommt wieder die Stelle, wo der Chor gut verdient. Die waren ganz böse, weil ich habe ganz, ganz stark, ganz laut gesungen. Und die waren diese zwei Frauen. Nein, Mann, es muss leise sein, es muss leise sein, das ist zu laut. Ich wünsche mir jetzt noch einen Durchlauf. Alle gucken noch mal genau, ein paar Stellen mit laut und leise, wie lang sind welche Töne. Spaß haben, zusammen singen, strahlt euch an. Irritation is spreading through the choir members surrounding the new arrival. Why is the choir master not intervening? Das ist aber ein komischer Typ da im Tenor, der singt ja immer so laut. Und dann dachte ich, mit dem stimmt irgendwas nicht. Er brach da immer so raus aus dem Tenor und wir dachten, ach du meine Güte, was machen wir denn? Denn wir müssen ja immer alle wohlgeordnet singen. Halleluja, 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 Halleluja. Ja, und weil der Tenor immer noch zu laut ist, stelle ich ihn euch jetzt vor. Es ist Rolando Villason. Herzlich willkommen. Entschuldigung, das war ein bisschen zu lang. Ich habe mich besonders gefreut, dass die Nachbarn sich beschwert haben. Ich sage ja, so kann man Chor nicht singen. Das war so klasse, dieser kleine hässliche Zwerg mit der Kapuze, der immer daneben singt zu laut und sich nicht bremsen kann. Fantastisch. Ich habe lange Zeit nicht mehr so gedacht wie in dem Moment. Ich hatte eine Lebensholte. Schön. Ich hab's nicht gecheckt. Echt? Mhm. Nein, ich dachte, der soll sich mal ein bisschen zurückhalten. Ist ja unmöglich. But that was not the only surprise of the evening. Die Kinder waren fantastisch, ne? Die sind gekommen. Ja, ja, wir kommen zusammen morgen. So, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich bin ganz froh, dass wir werden dieses Flashmob zusammen machen. Und jetzt proben wir. Und ich werde ganz brav sein und mit euch singen, so wie man muss es das singen. Ja, komm! Zweiter Durchlauf, bitte. Noch mal gucken. There's a lot to be done before the flash mob. Spurred on by their illustrious guest, the singers and the choir master give it their all. The Hallelujah from Handel's Messiah is ideal for a flash mob. Everyone knows it. Some people may even want to join in. As the location for the flash mob, Rolando and the choir master have chosen one of the largest department stores in the world, the KDV. The restaurant is at the very top on the 7th floor. Gunter Brick makes sure he scouts out the venue. Vielleicht benutzen wir die Rolltreppe selber auch. Irgendwie so fahrender Sänger.
prick decides on the positions for the over 100 choir members. And how are the acoustics? Da merkt man schon, dass ein bisschen was da ist. Ja? Gucken aber auch gleich Leute, gleich nicht so oft machen. Ja, ja. Ein bisschen was ist schon da. Nicht die Kirche, aber ich glaube, das geht. Kurfürsternam. Rolando puts his time in the car to good use and works on his German vocabulary. Freiheit. Apotheke. Ein Mann, zwei Leben, ein Ziel. Dun, 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 dun. So lernt man Deutsch. Ich liebe, liebe Berlin, wirklich. Ich fühle wie zu Hause. Ich wusste nicht, wo ich würde wohnen. Und es war, ich war inzwischen Paris und Berlin. Am Ende haben wir uns für Paris entscheidet. Ein bisschen nur wegen Sprache und ein bisschen auch wegen Wetter. Ich finde diese Stadt, es hat eine fantastische Energie. With the intelligence gathered from the KDW, it's time for the dress rehearsal. Ihre Mamis und ihre Jungs. Ja. Spanisch. Kannst du Spanisch sprechen? Nee, wir haben ja Spanisch in der Schule. Ah, muy bien. Jetzt bitte ich einmal kurz die Schürzenträgerinnen und Träger, einmal nur die Schürzen umzubinden. The choreography must be rehearsed as well. Rolando is to take charge of the choir boys. Ich folge Bas. 10 Jungs mit, ja? Jawohl. Also ich bin da und singe irgendwo mit. Sie singen. Aber ich werde nicht den Hampelmann machen und im KDW-Restaurant dirigieren. Ja. Achtung, alles hört auf mich. Halleluja. 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 Also wovor ich am meisten Schiss habe, ist, dass wir nicht synchron zur Orgelaufnahme singen. Aber das wird klappen, weil ich bin ein guter Dirigent. Some write in a diary, but Rolando's medium is cartoons. A flash mob has to go right the very first time. Not too daunting for a stage professional like Villason. I mean, es ist so in der Operabühne auch. Nur auf der Bühne ist es so, du musst es einmal machen. Es gibt keine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Takes. Es gibt ein Take und besonders, weil wir müssen die Leute überraschen. Und so, looking forward ist eine neue Bühne jetzt. 2 hours before the event, the choir meet to warm up in the car park of the KDW. Ich glaube, hier ist am meisten los. Wir gehen genau ins andere Eck. Da ist ein bisschen ruhiger für uns. Ja? Einmal Wanderung übers Parkdeck, bitte. Rolando prefers to get in the mood and do his exercises in public. Hey! Alleluia! Alleluia! Nerves are showing as the group gather for their last rehearsal. Ich möchte nicht so gern nachher noch mal von 30 gefragt werden, die jetzt gequatscht haben. Ja, bitte, hör zu. Ich bin die Rolltreppe. Ja? Ja? Das heißt, wir singen das jetzt noch einmal durch, haben sich viele gewünscht. Halleluja! 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 Ah, der dritte ist schon der. Halleluja! Halleluja! That will have to go a little smoother in an hour. Photo. Yeah. It's ja Wahnsinn. Without a disguise, Rolando has some trouble getting around the KDW. Ich bin kein Brad Pitt, deswegen ist ganz toll. Ich laufe in der Straße und dann plötzlich jemand sagt, ah, schau mal, da ist der Rolando, da ist der Tenor. The young choir members are looking forward to their performance. Casually, the members take up their positions. Bit by bit, they spread themselves over the entire restaurant area. But who's in the choir? And who is simply a guest? Ein paar sind noch shoppen.
Aber die meisten sind da und sitzen. It's too late to make any changes now. Halleluja! Alles vibriert, bei mir zumindest. Also. Halbkreis anfingen zu singen, da war echt alles vorbei. Gänsehautgefühl, ja. Aha. Ja, ja. Sehr toll, sehr toll. Ich könnte noch mal. Das ist wunderbar. Ich habe gedacht, die Welt ist doch nicht so schlecht. Tränen gekommen. Das war spitze. Ich habe sogar Autogramm von ihm. Ja, viele Leute haben mitgesungen. Die waren nicht vom Chor und auch eine falsche Tone. Halleluja, Halleluja. Aber die haben sich so gefreut und die konnten nicht einfach leise bleiben. Ne? Und das hat mir sehr gefreut, ne? Ich mit dem Chor zu singen, aber dann auch mit diesen
mit den Leuten, die einfach dachten, oh, jetzt singe ich. Ja, vamonos. Also ein großer Spaß auf jeden Fall. Das erzählen wir den Enkeln, wenn wir welche kriegen. Halleluja!